So, herzlich willkommen zum 21. Let's Play von Castlevania Harmony of Dissonance. In dem vorigen Video haben wir die erste Legion besiegt. Ich sage erste, weil es gibt noch eine zweite. Ja, und die ist dann noch knackiger. Aber die ist nicht so aufgebaut wie diese Legion. Die ist etwas anders aufgebaut. Die hat nur Vereinfachung. Das ist ein menschenähnliches Teil im Objekt im unteren Teil. Na, jetzt gehen wir erstmal nach rechts, runter, um den Forschungszone zu Ja, im gehen. Vorvideo habt ihr auch noch eine kleine Schraube gesehen und da lag was drauf. Ja. Falls am Na. besten nochmal. Das war im Nebenbereich. So, mal gucken, wo ich lang muss, da. Genau, ein nach unten muss ich. Und da gehen wir jetzt noch mal runter, um es noch mal zu zeigen. Da. Ja. Das haben wir entdeckt. Und das wollen wir Ja, jetzt man holen. kann leider nicht so machen. Ne, man muss da weiter unten die Schraube runterdrehen und dann wieder hierher zurückkehren. Nur so kriegt man an das Item. Ja, das brauchen wir, um die Wände zu zerstören. Zum Beispiel, wenn das wirklich ist. Und ich glaube, er ist es. Ja. Du auch, ja. Ja. Also das hier hat sich sehr schnell aufgebraucht, dieses Kreuz bei dem Bossfight. Ja. Ja, irgendwie dreht sich noch. Ein Kreuz. Batsch und weg. Und hier hinter gleich war das? Ja. Das mit der seinen Rüstung 2. Es gibt nicht von jeder Rüstung eine Stufe 2. Oh. Nein, das ist ein Jar. Das ist etwa. Das ist ein Item, was man nutzen kann. Da Das ist müssen ja. wir jetzt dagegen schlagen, bis es da eingerastet ist. Ja, dann kommt man oben ran. Ja. So. Ich hab da nicht gesehen, was da stand, aber das war sicher, war der Hinweis, dass wir da jetzt ran können. Ja. Mann, stör mich nicht. Beziehungsweise uns nicht, nicht wahr? Klatsch! Da kommen die wenigstens nur so angesprungen. Die Flohmänner. Ja. Au. Hast du etwas gekriegt von der Ja. Medusa? Dann weiß ich nicht genau, was es war. Auf jeden Fall ein sehr schwaches Item. Bei diesen Medusen kam jetzt ziemlich früh. Die blaue. Ja. Ja, jetzt wollen wir hier rein. Da Da ist ist er er. schon. Ja, Ja, ist er. ist der Crushing Stone. Oh, da wird er gleich mal angelegt. Lass den erstmal abgelegt, dadurch wird nämlich der Angriff gesenkt. Ich glaube, der war. Ah, doch. Nur wenn wir ihn brauchen, anlegen. Ja. Empfehle ich. Ja. Weil er selber ist sehr schwach. Jetzt haben wir den Quatsch schon, dann gehen wir nach oben und dann wartet nämlich der nächste Boss. Ich glaube, unten im Wasser war auch einer. Ich weiß nicht. Der Raum, wo im anderen Schloss der Boss war. Ah, da sind ja lauter Meermänner und Fischmänner. Ja.
Hier war der Raum von Legion interessant. Korps heißt der nächste. Heißt die andere Legion. Weg da! Beobachte diese Rüstung am besten. Sobald sie ihre Axt hochhält, aber nicht wirft, sollte es in Deckung gehen. Beziehungsweise wenn da so eine kleine Staubwolke zu sehen ist. So. Das war die Bibel, die Bäume aber nicht. Das ist schon mal ein Herzteil. Naja, Herzteil gibt es hier nicht wirklich. Eine Herzauffüllung, sagen wir es so. Macht mehr Sinn. Alter, und da ist das Bett. Da haben wir alle Teile hier schon mal. Zumindest was Möbelstücke angeht. Ja. Und das andere ist dann irgendein Item, was man braucht. Au, blöder Rabaki. Der erwischt dich so gut wie immer, ja? Hast du schon gemerkt, oder? Ja. Ancient. Eine Artikel oder Rüstung erhalten. Das ist so ein Fall. Wenn der Charge kannst, solltest du. Ob die antike Rüstung stärker ist. Als die Guardian Aimer. Ja. Da über der Blizzard-Robe. Ja, ist stärker. Ja. Oh, um 9 sogar, nicht schlecht. Haben wir gleich was für den nächsten Boss. Das ist es. Da braucht man zum Beispiel den Crushing Stone. Angriff halten und dann. Muss schon treffen. Oh ja, der war noch nicht ganz so viel auf der Seite. So. KP. Das werdet ihr jetzt öfters sehen. Ja. Die blaue Rüstung, den blauen Stein, glaube ich, hatten wir angelegt. Oh Gott. Ich glaube, aber ich bin mir nicht sicher, das ist sogar der Schatten. Ender. Ich glaube, das ist sogar der Schatten. Ja. Lass uns erstmal unten gucken. Meinst du unten bei den Schagien? Ja, ja. Ja, sonst ist das Video mir zu kurz, deswegen ja. Wenn jetzt schon der nächste Boss kommt. Hier ist wieder Ruler Sword 3. Ah, den mach ich jetzt ja nicht. Hast keine Lust. Ja. Einfach gut runter durchgerutscht. Ja? Ah, hier war nichts. Sack und Gasse. Ah. Ich hätte den Rest ganz komplett rechts nehmen müssen, den Weg. Ja. Lass mich in Ruhe. Stimmt's? Ja. Jedenfalls haben wir alle drei Möbelstücke hier schon mal. Mann, hau ab, Arabaki. Scheiß auf das Geld, was gerade runtergefallen ist. Ja, das ist wie so eine Mini-Summe. Boah. Da draußen regnet's ordentlich. Hoffentlich ist es auf meinem Rückweg nicht so heftig. Mann, die lässt es aber ziemlich auffallen, das sieht hier. Den Kettenhelm? Ja. Das ist jetzt unser vierter schon mindestens. Sieht ein bisschen aus wie die Valkyren, die Statuen, ja? Ja. Und hier sind auch. Hier war auch erstmalig der Skeleton-Murderer aufgetaucht. Ey, komm her, du Feigling. Stimmt's? Ja.
Sollte unten noch ein Boss kommen, dann ziehen wir den vor. Du meinst den da unten in dem Aquädukt? Ja. Hehe! Ist egal, dass du den nicht besiegt hast. Aber wieso kein Weg nach rechts? Du musst ihn nicht besiegen, aber du kannst. Ja. Ich will mir einfach mal überraschen lassen, was die fallen lassen. Falls sie was fallen lassen. Ja. Auf jeden Fall Geld. Ja. Fallen ins Aquädukt. Wie gesagt, die kommen nur hoch, wenn du an ihnen vorbeigegangen bist. Das sind nämlich hinterhältige Monster. Und die Riesenviecher wieder mal. Geschmolzen. Oh. Eisenhelm. Der dürfte auch stärker sein, um 1. Da ist der Helm. Wenn sie es so eingehalten haben wie das andere Ding. Tatsache. Ja, ist, auch ist stärker. Oh, aber gleich um 7. Aufsetzen. Dagegen war das andere nur eine Verteidigung. Hm, welches andere meinst du? Das erste, was wir von Eisen hatten. Meinst du die Iron Boot? Ja. Das lohnt sich, jede Verteidigung zählt. Ja. Ich weiß nicht, aber irgendwas ließ der auffallen. Der geschmolzene Zombie, ich weiß nicht was. Kann mich aber natürlich auch hören. Auf jeden Fall ein Gegenflug, ein Antiflug dran. Ja. Eine Uncursed Potion. Mal kommt das schnell raus, mal langsam. Arabaki, noch einer. Noch einer. Weißt du, noch einer. Ah, KP, ja damit. Die kann man immer gut gebrauchen. Ja, und Mana auch. Stimmt's? Ja. Mann, ist das ein langer Weg. Ich glaube, das war sogar der Raum, wo in dem anderen Schloss die Fallbeile waren. Runter. Mal gucken, ab hier jetzt. Hier ist auf jeden Fall der Speicherpunkt in der Nähe. Da kommt diesmal nichts raus. Nee. Ahnung. Nein, die wollen wir nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn sie dich treffen, dann vergiften sie dich, glaube. Bone Liquid. Auf jeden Fall verpassen sie. Soweit ich weiß, sie wie eine Statusveränderung. Dann müsste ab. Der weiße Drache. Aber ich glaube, da ist. Doch. Oh doch, da ist auch wieder Weg. Das ist auch wieder geheim Weg. Noch mal KP. Noch mehr KP. Aber wir haben keine Göttin-Statue gesehen am Anfang, stimmt's? Ja. Von diesem Gang. Ziemlich langer Weg ohne Boss diesmal. Ja. Weil da oben keiner diesmal war. Nee, da, ja. Da brauchen wir wieder den Crushing Stone und da wartet schon ein Ring auf uns. So, weg damit. Der Arth-Ring. Nee. Achso, du hast wieder zurückgewechselt. Ja. Ui, da geht's nicht weiter. Also müssen wir wohl oder über den Schatten nehmen. Ja, dann wird das unser nächstes Ziel. Der Boss da oben. Der Schatten. Ja. Wenn das ist.
Run, den High Jump hier noch. Hm. Der Umweg hat aber trotzdem was gebracht. Wir haben zweimal KP bekommen und einen stärkeren Helm. Also hat es für den nächsten Boss ein bisschen was gebracht. Ja. Der Schatten nimmt zwei, drei verschiedene Formen an, soweit ich weiß. Eine Motte, eine Katze und noch irgendeine Form, glaube ich. Du wolltest eigentlich prüfen, ob da was ist, ja. Ja, weil die Säule ein bisschen verdächtig war. Den will ich erstmal mitnehmen, ja? Ja. Wir müssen jetzt nur noch zurück. Ja, da, da. Links war der. Oben links. Ja. Ja, dann gehen wir erstmal bis zu dem Speicherpunkt da oben. Ja. Also ich mach. Ich hatte es hier immer so gemacht, ich bin da durchgesprintet. Bei den Melty Zombies. Das heißt, ich habe die L1, die L oder R-Taste verwendet. Also meinst du, dass du drüber gehst, ohne dass die erst hochkommen? Hm. Zack, 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 bis ich durch war. Vergiften, vermute ich mal. Ja. Schon sie dich, wenn sie dich erwischen. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Da ist ruhig noch dein Item rausrücken. Falls er eins hat. Aber ich glaube, er hatte auch eins. Nur ich weiß nicht, was es war. Boah, zieht ja wenig ab durch die Sachen, die wir jetzt haben. So. Das Einzige, was wir von der Rüstung haben, ich glaube, sind die Handschuhe, oder? Ender? Von der mit der Scheibe. Der Guardian Aimer. Der Guardian Aimer. Auf jeden Fall haben wir von einem Helm bekommen noch. Das Skywalkway. Wasser wollen wir ja nicht. Okay. Wir führen auf das Kreuz. Ja. Stimmt's? Ja, dann war's das auch für dieses Video. Und wir sehen uns im nächsten. Ja, ganz links oben. Da wartet mich der nächste Boss, auch wenn da kein Speicherpunkt in der Nähe ist. Daumen haben wir diesen Speicherpunkt gewählt. Ja. Wir hatten keine andere Wahl. Ja, und tschüss. Ciao.